Heute wird die dritte Anlieferung der Geländer für den oberen Packgarten von den Salvator-Freunden hochtransportiert. Die Geländer werden nach Plan verteilt und später einbetoniert. Ich denke, die da nach unten, ja, haben wir den Knick ein. Und das ist jetzt kurz um 1,50 Meter. Ja.
Also hier nochmal runter, dann kannst du noch unten filmen. Willst du unten hin? Ja, gib's mal noch einmal runter. Nochmal müssen wir es da hinten hin. Da hinten ist der meiste Zeit noch. Ja, ja, aber hier sind wir jetzt soweit schon fertig. Hier habe ich alles sauber geräumt drauf. Ja. Ja. Ah, ja. Der Mundschutz ist ja gut, aber die ist ja nichts mehr, wenn er gut aufsteht. Ja. Auch so. Da startet er. Schau, ich mache das nicht. Die Bühne in der Felsenkapelle wird von den Salvator-Freunden gereinigt, gesäubert und gestrichen. Ja, von da vorne müssen wir hier durch. Es sind einige Schubkarren weggefahren. So, die andere Schippe, wo ist die? Die hast du noch gesehen? Ja, da habe ich. Ja, da steht. Das ist der Weibo, oder? Mhm. Im Jubiläumsjahr 2017 soll der Bühnenraum für Ausstellungen und besondere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Der Weg zur Bühne wird nochmals aufgeschottert und anschließend abgerüttelt. Danke. Du kannst aber auch
heiliger Salvador rumlaufen. Der Herr möchte mal raus. Das ist oh Gott, jetzt sind wir drei ein schöner Blick auf Schwäbisch Gmünd. Zum Abschluss gibt es ein gutes Vesper. Und das muss man auch mal sagen. Vielen Dank an die edlen Spender. Das ist so richtig.